Herzlich willkommen bei Ida und Teda. Bei uns findest du eine ganze Menge Schnittmuster und damit du sicher ins Ziel kommst, nähen wir heute Shirts Malia zusammen. Du brauchst zweimal das Vorderteil, zweimal das Rückteil und einmal das Gummiband. Lege nun als erstes entweder die Rückteile oder Vorderteile rechts auf rechts übereinander und vernähe die Teile an den Schrittkanten entweder mit einer Overlockmaschine oder dem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Lege als nächstes das zusammengenähte Vorderteil rechts auf rechts auf das zusammengenähte Rückteil und fixiere dir die äußeren Kanten mit Stecknadeln oder Klammern. Anschließend kannst du die Kanten auch hier wieder mit der Overlockmaschine oder dem Zickzackstich deiner Nähmaschine vernähen. Anschließend kannst du die unteren Kanten der Beinöffnung schon mal mit deiner Overlockmaschine versäubern und anschließend die inneren Beinkanten vernähen. Wenn alles vernäht ist, kannst du die Hose dann auf die rechte Seite wenden. Als nächstes klappst du dann die unteren Beinkanten zweimal 2 cm nach innen. Fange aber erstmal damit an, die Kante einmal 2 cm umzufalten und bügle die Kante schon mal, damit das Ergebnis gleich besonders sauber wird. Wenn du die erste Kante scharf gebügelt hast, kannst du sie dann nochmal nach innen umklappen und dir das Ganze dann schon mal mit Klammern abstecken. Anschließend kannst du den Saum dann mit dem Geradstich deiner Nähmaschine ringsum knappkantig absteppen. Als nächstes vernähen wir dann das Elastikband. Lege die beiden Enden 1 cm überlappend übereinander und vernähe sie an der Stelle mit dem Geradstich deiner Nähmaschine. Lege jetzt das Gummiband an die innenliegende offene Kante der Hose und fixiere es in regelmäßigen Abständen mit Klammern. Dann kannst du es vernähen. Nutze dafür idealerweise deine Overlockmaschine oder den Zickzackstich deiner Nähmaschine. Achte darauf, dass du mit deiner Overlockmaschine nicht in das Gummiband reinschneidest. Damit du das Elastikband gleichmäßig am Bund vernähen kannst, ziehst du das Elastikband Stück für Stück etwas in die Dehnung, so weit, dass es ungefähr so lang ist wie die Bundkante der Hose. Wenn du die Hose jetzt mit einem ganz normalen Gummizugbund nähen möchtest, nicht mit der Paperback-Version, dann würdest du das Gummiband jetzt nur einmal stramm nach innen umkrempeln und die untere Kante dann mit Stecknadeln ringsum befestigen und der Länge nach absteppen. Hier nähen wir jetzt aber die Paperback-Version und das sieht wie folgt aus. Messe dir ungefähr 5 cm von der vernähten Gummibandkante ab und falte an der Stelle ringsum den Saum samt Gummiband nach innen um. Fixiere dir die Saumkante des Gummibandes ringsum mit Stecknadeln und steppe anschließend die untere Kante des Gummibandes ab. Das Gummiband ist zwar nun zwischen den beiden Stofflagen des Saums versteckt, doch du kannst es noch fühlen. Setze an der oberen Kante des Gummibandes ringsum Stecknadeln, damit du auch diese Kante sauber absteppen kannst. Anschließend ist deine Paperback-Hose auch schon fertig. Ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und du kannst die Hose gut nachnähen. Folg uns gerne auf Instagram für mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Nähen und abonniere unseren Kanal.